Rage on that beat, going crazy. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute kochen wir Thunfischleibchen, Thunfischpflanzerl, Thunfischfrikadelle, wie auch immer. Und zwar zusammen mit, also wir kochen sie nicht zusammen mit roter Beete, aber wir machen einen rote Beete-Salat dazu. Ich habe lange überlegt, was ich euch über Thunfisch erzählen könnte, aber ich glaube, ihr seid nicht so scharf drauf, Bilder von Thunfischen zu sehen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, Thunfisch, okay, aber rote Beete ist doch viel interessanter. Und die ist wirklich viel interessanter, weil die super, super gesund ist. Und außerdem hilft sie auch noch sehr gut gegen Bluthochdruck, weil die rote Beete nämlich in der Lage ist, beziehungsweise die Inhaltsstoffe der roten Beete in der Lage sind, unsere Blutgefäße zu erweitern, kann es unseren Blutdruck senken. Also, für Leute mit Bluthochdruck eine super Sache, für Leute mit zu wenig Blutdruck ist das natürlich dann nicht so gut und nochmal weniger gut, wenn man Knoblauch mit reinmacht, aber egal, wir gehen mal davon aus, dass wir alle einen gesunden Blutdruck haben, deswegen machen wir unseren Rote-Bete-Salat heute mit Knoblauch. Viele Leute mögen ja gar keinen Knoblauch oder auch keine rote Beete. Du hohle Birne! Aber es empfiehlt sich wirklich mal, diese Kombination zu probieren. Es gleicht sich schön miteinander aus. Der süßliche Geschmack von der roten Beete und der scharfe, herbe Geschmack vom Knoblauch. Eine wunderbare Kombination. Rote Beete enthält sehr viel Betain und Betain wirkt als natürlicher Stimmungsaufheller. Also das heißt, wenn ich viel rote Beete esse, dann habe ich immer gute Laune. Ist es nicht toll? So kann Essen unser Leben beeinflussen. Was? Ich kann euch jetzt natürlich erzählen, welche Inhaltsstoffe da drin sind und wie sie auf unseren Körper wirken. Aber ich denke, ihr glaubt mir das auch einfach so, wenn ich euch sage, dass rote Beete wirklich verdammt gesund ist. Und was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass die Blätter von der roten Beete noch viel, viel gesünder sind als die Knolle selber. Und zwar sind in den Blättern 7-mal so viel Kalzium, 3-mal so viel Magnesium, 200-mal so viel Vitamin A und 2000-mal so viel Vitamin K wie in der roten Beete-Knolle selber. Ist das nicht aufregend? Definitiv nein. Also ich finde es total aufregend. Alles klar? Jetzt ist es ja so, dass man diese Blätter und dieses ganze Grünzeug sehr schnell einfach mal abgeschnitten und weggeschmissen hat. Und das ist verdammt schade, Entschuldigung, dass man eine so gute Nährstoffbombe einfach entsorgt. Jetzt könnte man allerdings verschiedene Dinge daraus herstellen. Und das finde ich richtig super. Das mache ich zwar heute nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Man könnte aus den Blättern zum Beispiel Salat machen, indem man sie ganz, ganz fein in Streifen hobelt und unter den Salat mischt. Man könnte grüne Smoothies draus machen, zusammen mit Banane und einer Zitrusfrucht, damit der Geschmack rund wird. Man könnte ein Chutney oder ein Pesto machen. Und das ist nämlich nicht nur mit dem Grün von der roten Beete so, das ist von den ganzen anderen Gemüsesorten auch sehr oft der Fall, dass die Blätter sehr viel mehr Inhaltsstoffe haben als die Frucht selber oder das Gemüse. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurze Rede, langer Sinn. Hä? Lange Rede, kurzer Sinn? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Dann lasst uns mal loslegen mit Kochen. Ich ziehe jetzt gleich meine Schürze an und zeige euch die Zutaten. Für dieses Gericht benötigen wir 2 Dosen Thunfisch, eine Zwiebel, 225 Gramm Blumenkohl, 2 Esslöffel Frischkäse, ein Ei, 200 Gramm Gouda, 1 Teelöffel Salz, Pfeffer nach Bedarf und Olivenöl. Bevor ihr die rote Beete aufschneidet, seid bitte ganz vorsichtig mit den Sachen, die eventuell drumherum liegen und zieht euch unbedingt eine Schürze an, weil rote Beete-Saft ist echt krass färbend, den kriegst du nicht mehr raus. Also Schürze anziehen und die rote Beete am besten aufmachen und da reinlegen, wo man sie eh drin reibt. Weil wenn ich sie erst woanders hinlege und noch dahin, dorthin und dann ist vielleicht ein Holzbrett in der Nähe, die Flecken kriegst du nie wieder weg. Im Grunde werden bei diesem Gericht alle Zutaten zusammengemischt und im heißen Fett ausgebacken. Dazu ist es nötig, die Zwiebel in sehr feine Würfelchen zu schneiden. Danach wird das Ei und der Frischkäse zu einer glatten Masse verrührt. Und dann können wir auch schon anfangen, den Thunfisch abtropfen zu lassen.
Der Thunfisch kommt jetzt zur Eier-Frischkäsemasse. Danach kommen die Zwiebeln dazu und den Blumenkohl müssen wir jetzt klein reiben. Das kann man entweder auf die Reibe machen, so wie ich das tue, oder mit dem Messer oder mit der Küchenmaschine. Danach kommt der Käse rein. Ich habe hier Gouda benutzt heute. Man könnte aber auch Mozzarella oder Emmentaler oder was auch immer nehmen. Ich denke, Feta würde geschmacklich auch sehr, sehr gut passen. Dann kommen Pfeffer und Salz mit rein. Optional, wer das möchte, kann auch gerne eine Prise Chiliflocken oder Oregano mit reinmachen. Ich habe jetzt nichts von beiden dazu getan. Und ich kann euch sagen, das braucht es auch nicht. Die Masse ist so nämlich wirklich sehr, sehr lecker. Dann forme ich kleine Leibchen. Das kann man entweder mit angefeuchteten Händen machen oder man nimmt einen Eisportionierer. Das empfiehlt sich eigentlich am besten, denn so ist es auch am einfachsten. Dann forme ich kleine Bällchen. Ich drücke die mit der Hand ganz fest rein, also die Masse, die soll schon sehr kompakt sein, damit sie nicht so schnell auseinanderfällt in der Pfanne. Und wenn die Bällchen dann alle in der Pfanne sind, drücke ich sie mit dem Spatel ein bisschen flach, damit sie rundherum schön braun werden. Und nach ein paar Minuten kann ich die dann wenden. Das muss man sehr vorsichtig machen, denn der Käse bindet die Masse erst, wenn er ganz zerlaufen ist. Und ich denke, die paar Minuten haben noch nicht ausgereicht, dass der Käse wirklich geschmolzen ist. Deswegen schön vorsichtig. Wenn sie braun genug sind, lege ich sie nochmal auf ein Backpapier. Das hat zwei Gründe. Einmal, weil ich ja nachher den Rote-Bete-Salat noch machen möchte und die Leibchen würden sonst kalt werden. Aber das Warmhalten hat auch noch einen anderen positiven Effekt, nämlich dass der darin enthaltene Blumenkohl auch noch mal ein bisschen weicher wird. Für unseren Rote-Bete-Salat benötigen wir natürlich rote Beete, Olivenöl, Pfeffer und Salz, Knoblauch und Essig. Den Essig habe ich vergessen zu zeigen. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Ich reibe die rote Beete auf einer Vierkantreibe in Scheiben. Dann nehme ich den Knoblauch und reibe ihn auf einer kleineren Reibe ganz fein direkt in die rote Beete rein. Dann würze ich mit Pfeffer, Salz, Essig und Öl. Und dann ist der Rote-Bete-Salat tatsächlich auch schon fertig. Also geht ruckzuck, ist super gesund und schmeckt auch sehr gut. Die Thunfischleibchen waren jetzt auch lang genug im Ofen. Die Rote-Bete ist fertig. Jetzt kann ich alles anrichten und wünsche einen guten Appetit. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn das so ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt und schreibt mir gerne auch, wenn ihr Ideen habt. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich hier wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, habt eine gute Zeit.